Der Patrick aus Deutschland hat einen Hobo-Kocher konstruiert und mir den geschickt. Ich packe den jetzt das erste Mal aus und er hat gesagt, er hat mir keine Anleitung oder gar nichts dazu gegeben. Er will einfach wissen, was ich davon halte. Und wenn du das auch wissen willst, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, das ist der René Rostmann vom Survival Shop. Überlebenscoach, schön, dass du dabei bist. Ich bin hier im Buschkraftareal an der Feuerstelle mit meinen Söhnen und dem Hund. Und jetzt will ich versuchen, dieses Teil hier aufzubauen. Der Patrick hat mir geschrieben, er gibt absichtlich keine Anleitung dazu. Ich soll selber draufkommen. Ich werde das versuchen. Es schaut einmal sehr wertig aus. Es ist Edelstahl, aber nicht so dickwandig. Ja, das ist extrem schwer. Ich meine, es hat schon ein bisschen Gewicht. Ja, aber es ist okay. Ich kenne auch viele andere. Mein erster Hobo war von der Firma Hufix, der deutlich schwerer war. Ich habe auch von Bushcraft Essentials eine Bushbox, glaube ich, heißt das. Wenn du dir mal sehen willst, schreib unten einen Kommentar, schreib Bushbox. Dann zeige ich die auch einmal her. Die gabt sich auf einmal auf, die ist aber auch schwerer. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber bevor ich jetzt weiterfahre, stelle ich es auf, ich versuche es. So, also, ich bin in solchen Sachen eigentlich nicht recht gut. Wirklich nicht. Aber da sind so Knoten und ich gehe mal davon aus, dass die da so reinkören. Gut. Dann schätze ich, dass das da herkört. Oder gehört so? Wie gehört das? So oder so? Ich schätze mal so. Patrick, da hast du mir was angetan. Da hast du mir was angetan. Aber gut, ja. Dann schätze ich so. Aber das Problem ist dann immer, da ist auch so ein Gitter dabei. Das gehört da unten rein, schätze ich mal. Und da weiß ich jetzt nicht genau. Das hätte wahrscheinlich vorher reingehört. Das ist sicher voll einfach. Der Patrick, wenn du das Video anschaust, wirst du wahrscheinlich lachen. Und viele andere werden jetzt auch lachen. Aber so einfach ist das gar nicht. Und wenn man Wurstelfinger hat, so wie ich. Ich habe nämlich Wurstelfinger. Alter! So. Und da das Premiere auch noch ist. Aber mir ist nichts peinlich. Was soll's. Wie der erste Mensch mache ich das. Also gut, okay. Also im Stehen geht es vielleicht nicht. Vielleicht muss ich es so hinlegen. Ja, wenn du dir jetzt denkst, na, der eine ist ein Tollpatsch, dann hast du sicher recht. Aber so einfach ist das gar nicht. Aber jetzt! Oder? Doch nicht. Ja. So, aber jetzt. Jetzt steht's hier. So. Der Kuckuck. Der ruft auch schon, der wird mir nicht auslachen, sondern die machen ihre Kontaktrufe jetzt. So, also jetzt steht es einmal. Also es steht jetzt mal so. Ich zeige dir das von einer anderen Perspektive. So, also so steht es jetzt mal, das ist gut. Aber ich bin mir sicher, dass das da unten irgendwie reingehört hätte. Und das habe ich natürlich nicht gemacht. Eieiei. Ich glaube, das muss ich nur mal aufmachen. Ich sehe da auf der Seite so eine Ausnehmung und ich schätze mal, ich gebe das da weg, dass das da so reingehört. Das Problem ist, dass ich sonst nirgendwo auf der Seite solche Ausnehmungen sehe. Und da komme ich mir jetzt ein bisschen blöd vor. Also ich habe jetzt 2 Minuten lang intensiv nachgedacht und bin sicher der Meinung, dass ich das falsch gemacht habe. Und zwar, ich glaube, ich kenne das ja normalerweise, dass das Fenster oben ist, aber ich glaube, der Patrick hat das anders sich gedacht. Und zwar, dass das hier, die Öffnung, darüber gehört. Ach, ich baue das jetzt einmal zusammen. Ich versuche. Na, es tut mir eh leid, ja. Es tut mir eh leid, dass ich dich da jetzt aufhalte, aber ich mache das online. Und ich stehe auch dazu, dass ich gewisse Dinge nicht kann. Weißt, man kann ja auf YouTube alles schneiden. Ja, im Film. Ich war einmal so ein Filmteam bei mir und da hat mir jemand gesagt, TV und Film ist fake. Und das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich mich gut aussehen lassen würden, wollen, tun, so, ja, dann hätte ich das vorher alles probiert und würde das voll zusammenschneiden. Aber das ist halt nicht die Realität. Und das ist genauso wie bei diesen Survival-Serien, ob man sich Bear Grylls anschaut. Nichts gegen Bear Grylls. Also wenn du... Halt! Wenn du Bear Grylls-Fan bist, dann wollte ich jetzt überhaupt nichts gegen den Bear Grylls sagen. Ich mag den und der hat auch sicher was drauf. Aber der Punkt ist, das ist halt zusammengeschnitten und zusammengestellt. Und wenn ich mir den Les Stroud anschaue, der flucht und da funktionieren die Sachen auch oft nicht. Also das wird schon seine Gründe haben. Wie auch immer. So, ich mache jetzt weiter. So, und jetzt da. Bessere Ausrüstung könnte mal da. Und ich sehe auch so wenig wegen dem Sonnenschein. So, ja, da sind wir wieder. Jetzt gehört das hier unten rein, glaube ich. Ja, und zwar so. Ja, es ist so. Also wenn ich nicht komplett verrückt bin, dann gehört wahrscheinlich das jetzt genau so. Da gehört jetzt dann noch diese Platte dazu. Die Öffnung ist unten, dass man unten nachlegen kann.
Ich schätze mal. Das würde auch bedeuten, und da sehe ich jetzt da zwei so Nuten, die sind wahrscheinlich dafür gedacht, dass man da so einen Topf, das Topfkreuz oder den Topfaufsetzer da aufmachen kann. Nein, ich bin sicher auf der richtigen Spur, hoffe ich halt. Wobei, wenn ich mich und meine Wurstelfinger kenne, dann wird das jetzt gar nicht mal so einfach gehen, aber ich bemühe mich, Und ich bin mir sicher, wenn ich das geübt hätte, ja, weil das war beim Hufix auch so, da war ich am Anfang auch nicht, ich weiß nicht, kennst du Hufix? Ja? Das war mein erster und da gab es noch relativ wenig andere Sachen. Da habe ich auch herumgewurschtelt, aber jetzt schaut das gut aus. Ha, ich habe gewonnen. Yay! Ja, steht! Hurra! Ja, da kannst du natürlich jetzt sagen, ja Reine, du freust dich wie ein kleines Kind, weil du einen Hobokocher aufgestellt hast. Das mache ich in 10 Sekunden. Dann ist das schön für dich, aber ich freue mich auch über kleine Dinge. So, jetzt nehme ich das da wieder runter. Das geht mit einer Hand jetzt schwer, weil es verklemmt ist. Und jetzt geht es dann ums Anzünden. Meine zwei Burschen haben wohl weislich schon viel an Zeug hergebracht. Dünnes Zeug, das man gut anzünden kann. Wir werden das mit dem Feuerstahl natürlich anzünden, weil wir das jetzt mit dem Bootschwill ein bisschen zu... Mag ich jetzt nicht machen. Voll. Wir werden dann auch Wasser abkochen und so weiter. Das ist gar nicht der Punkt. Aber mir fehlt halt noch ein bisschen an Zunder. Tobi? Ja? Kannst du noch Zunder suchen? Trockenes Gras? Er ist dabei. So, da steht er nun in der Feuerstelle. Und wichtig ist, wenn du Anfänger bist, der muss gerade stehen. Also das, da habe ich jetzt wirklich ein bisschen herumgetan. Ich habe da sogar unten einen Stein eingeklemmt, damit er schön... gerade ist, weil sonst die Töpfe runterrutschen. Das ist einmal Punkt A. Und Punkt B, das mit dem Hobo anzünden, das ist gar nicht einmal so einfach. Jetzt wirst du sagen, das glaube ich nicht. Aber da habe ich eine Geschichte. Also, als ich das erste Mal diesen Hufix angezündet habe, da ist mir vorgekommen, das ist ja absolutes Klumpert. Wichtig dabei ist, das kann ich dir nur als, so als Erfahrung mitgeben, dass du genügend Zundermaterial hast. Es gibt ja meine 10 Survivor-Regeln, wenn du nicht, ob du die schon kennst, wenn nicht, gebe ich da unten den Link auf das Buch. Bei den 10 Survivor-Regeln, da ist eine Regel, wenn du glaubst, du hast genug, draußen in der Natur natürlich, dann geh und hol noch einmal so viel. Und das kann ich beim Anzünden von einem Hobokocher nur bestätigen. Wenn er dann mal brennt, dann brennt er wirklich so richtig schön fix und dann zieht das auch. Da kann man auch leicht feuchtes Holz dazugeben. Weiß jetzt noch nicht, wie es von dem von Patrick jetzt sein wird, aber bin ich mir sicher, durch diesen Kamineffekt. Das ist eine super Sache. Aber das Anzünden, das ist schon eine Action. Und da mag ich dir den Rat geben, für alle, die es interessiert, vielleicht für dich auch, dass du hergehst und sagst, ja, mehr Material ist besser. Und was braucht man so als Zundermaterial? Es kommt darauf an, was du verwendest. Der Tobias sammelt jetzt gerade trockenes Gras, ist abgestorben hier und liegt überall herum. Er zieht die einzelnen, ich sehe ihn gerade, wie er das macht, die einzelnen aus dem grünen Bereich. Du siehst hier hinten, es wächst schon alles, es ist alles schon ein bisschen saftiger. Aber es sind doch immer abgestorbene Teile dabei und die nimmt er jetzt und zieht er raus. Und der hat mich vorher auch gefragt, ja, reicht das schon? Also er hatte einen Handball. Größe. Und dann sage ich, na, glaubst du, das ist genug? Und er sagt, na, wenn du glaubst, du hast genug, hol noch einmal so viel. Also er geht noch einmal sammeln. Und das ist auch ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Beim Feuermachen, was viele Leute vergessen, ausreichend Material, ausreichend Anzündematerial, das heißt Zunder und feine Hölzer. Und ich habe mir als, so als grobe Regel gemerkt, dass man so eine Größe an Zunder und Anzündeholz, so viel, was zwischen Daumen und Zeigefinger so jetzt reinpasst, das ist das, was du auf jeden Fall brauchst. Außer du bist gerade irgendwo, wo es so trocken ist, wo man aufpassen muss, wenn man eine Zigarette runterfallen lässt, dass eh alles ins Brennen anfängt, dann ist das was anderes. Aber wenn die Bedingungen nicht ideal sind, dann ist das Minimum. Und wenn die Bedingungen ganz arg sind, dann brauchst du sowieso noch weitere Tricks. Und da mag ich dir jetzt ein paar Tipps geben. Und zwar ist natürlich alles billige Eigenwerbung, so ist das. Du kannst dir die 600 Survival-Tipps von mir auch als Buch holen. Gebe da auch den Link unten im Zusammenhang vielleicht gleich mit den 10 Survival-Regeln. Und da beschreiben wir in einem eigenen Kapitel Feuer wirklich, worauf es ankommt und was du da verwenden kannst. Wenn du sagst, du, das suche ich mal alles im Internet zusammen, weil das auch immer wieder kommt, es gibt alles überall. Nur wenn du kompaktes, schönes Wissen zusammengefasst haben willst, dann solltest du halt ein paar Euro auf den Tisch legen. Ah, der Tobias kommt jetzt schon und bringt mir jetzt mal das Gras. Danke, Tobi.
Also das ist noch ein anderes Bündel, liegt vorne, und er hat mir jetzt das hier gebracht. Das ist noch relativ steif. Ja, das ist noch relativ steif. Und das ist, wenn man das anzünden, es ist trocken, also es ist sehr trocken, es ist wirklich sehr trocken. Das hört man auch. Riechen, fühlen, hören. Aber zum Anzünden ist es halt nicht ideal, weil es so steif ist. Es sind so steife, massive Strukturen. Und da muss man jetzt hergehen und das auffasern. Das sind so kleine Tricks, die du entweder in diesem Buch kriegst, oder wenn du magst, wenn du sagst, ich bin kein Leser, dann komm zu meinem Survival-Mentor-Programm. Da gebe ich dir auch unten den Link dazu. Da beschreibe ich in unterschiedlichsten Lektionen Survival-Tricks, Bushcraft-Wissen. Schau dir das an und vielleicht ist das auch etwas, was dich interessiert. Das ist zum Beispiel etwas, was ich da herzeige. Und ich bin da jetzt noch lange nicht fertig. Das muss richtig schön fein aufgefasert werden. Jetzt wirst du sagen, ja, aber das geht auch ohne. Es geht auch ohne. Aber wenn es jetzt zum Beispiel feucht ist, wenn dieses trockene Gras angeregnet werden würde, dann zieht die Feuchtigkeit rein und dann willst du das trocknen. Und da hast du sicher schon einmal den Trick gehört, dass man das einsteckt, irgendwo unter die Jacke, und das funktioniert auch. Aber es funktioniert besser, wenn du es vorher aufbrichst. Weil die Feuchtigkeit ja in diesen Halmen oder drinnen liegt, und wenn du sie aufbrichst, dann kann sie besser raus. Das heißt, du gehst her, brichst das auf einmal, dann legst du es rein, bei dir oder wo auch immer, oder du kannst es auch hochlagern. Ich mache das jetzt hier auf dem Bushcraft Area. Ich habe das Area einmal das erste Mal richtig ausgesprochen. Danke für die vielen Tipps. ist ein Insider. Für die, die das Video gesehen haben, gebe ich da oben das Bushcraft Camp. Da habe ich noch Area gesagt, jetzt sage ich Area. Hochlagern, vielleicht in der Sonne, wo ein bisschen Wind durchzieht. Aber dann musst du wieder hergehen und danach, wenn du glaubst, ja, jetzt ist es trocken, gehst du noch einmal und machst diese Aktion wieder. Ja? Das feine Zeug, was da jetzt wegfliegt, das würde ich normalerweise sammeln. Jetzt nehme ich das nicht so dramatisch, weil wir das mit dem schon schaffen werden, weil es eh gutes Material ist. Aber brichst es immer wieder und gibst es dann wieder unter die Jacke oder hängst es wieder auf, legst es in die Sonne. Das musst du einige Mal machen, weil immer noch eine gewisse Restfeuchtigkeit da drinnen ist, und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt kommt der Tobi mit dem nächsten. Du Tobi, ist das schon ausreichend? Nein. Na, er sagt eher, er ist zurückhaltend, aber eher nein. Was er mir da jetzt auch noch gebracht hat, das ist das Material hier. Siehst du diese schönen, feinen, also das ist unten die Grashalme und da jetzt die abgestorbenen, die ausgelutschten Samen. Da waren Grassamen drinnen und das sind jetzt nur mehr die Hüllen. Die sind auch ganz besonders gut, die sind besonders toll. Die würde ich jetzt gar nicht da so dazu mischen, sondern mir beiseite legen. Wenn es jetzt Regen wäre, würde ich das irgendwo hochlagern, aber ist heute eh nicht der Fall, kann ich es am normalen Boden auch legen. Und das hier, das muss wieder gebrochen werden. So. Das kommt vielleicht außen drumherum. Ja, was ist denn das? Das ist aber Schnur. Ja, die hat irgendwer da vergessen. Ja, das schauen wir uns gleich an. Das ist aber eine Hanfschnur. Ja. Schaut nach einer Hanfschnur aus, die arbeiten wir auch gleich mit ein. Danke, Tobi. Und arbeiten das auch gleich mit rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses kleine Material hier, dieses feine Material. Da gehst her und kannst das auch aufarbeiten. Es fliegt, weiß nicht, ob du das siehst, relativ viel weg. Das ist gar nicht optimal. Ja. Hätte ich jetzt anders machen müssen, aber Demonstrationszwecken und zum Erklären reicht das jetzt dann einmal. Kommt beim Survival Mentor vorbei. Da zeige ich das dann ganz im Detail. Und das kommt, wenn ich jetzt zum Beispiel Feuer bohren möchte und mit Glut anblasen mag, dann kommt das in die Mitte hier bei diesem Zunderbündel rein. Also das, was am leichtesten anzuzünden ist, kommt in die Mitte rein und da wird dann die Glut draufgelegt und rundherum dann das Material, das nicht so gut anbrennt. Also so, diese Materialien hier jetzt. Und wird immer größer gemacht. Beim Feuerstahl ist das vielleicht nicht so wichtig, aber auch da würde ich das tun, dass das, was am schnellsten anbrennt, aber auch am schnellsten weggebrannt ist, das ist nämlich das Problem dabei, in die Mitte kommt und du da mit dem Feuerstahl oder mit was auch immer du anzünden willst. Jetzt bei der Sonne könnte man das auch mit einer Lupe machen, würde da ein bisschen experimentieren. Kannst du auch gerne tun, kann mit Bettflaschen machen, geht alles. Gibt es alles bei meinen Survival-Kursen natürlich, ist eh ganz klar. Aber du kannst es auch selbst daheim autodidaktisch lernen, wenn dir das lieber ist. Und hier anzünden, das gehört in die Mitte. Das Problem ist, es geht schnell auf, macht schneller Flamme, aber die ist auch schnell wieder weg. Und daher muss rundherum wieder Material, das sich leicht anbrennen lässt. Und so gehst du vom Feinen immer ins Dickere, so wie man auch ein gesamtes Lagerfeuer aufbaut. Aber eigentlich widerspreche ich jetzt meiner Regel, denn eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Material, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil das Material so schön trocken ist,
dass das jetzt schon klappen wird. Und wir gehen jetzt anzünden, weil ich habe eh schon genug gelabert. Danke, Top. Da bringt man noch was. Das bauen wir auch noch ein und dann zünden wir an. Na gut, da haben wir jetzt unseren Hobo und wie gesagt, wir wollen mit Feuerstahl anzünden. Der letzte Feuerstahl deines Lebens findest du natürlich auch bei mir im Shop. Gib wieder den Link, ist ja ganz klar. Das Teil, was sie jetzt gesammelt haben, die Burschen, das ist ein bisschen zu, das ist gut, ja, das ist richtig gut, aber es ist zu groß, weil das müsst ihr dann so reinstecken. Und das ist auch etwas, was beim Hobo-Kocher ein bisschen unter Anführungszeichen ein Nachteil ist, oder es ist einfach so, dass das Material wirklich schön klein sein muss. Der Vorteil ist, dass du halt auch wirklich jedes Zeugs, was du irgendwie zur Verfügung hast, mitnehmen kannst und einheizen kannst. Und da merke ich, das bricht alles schön, das ist alles gut. Was halt jetzt schön wäre, weil meine Hände sagen, Reini, die tun weh, Handschuhe anzuziehen. Und da ist es halt so, ja, habe ich mal ein Video gemacht über Handschuhe, das zeigt sich da jetzt zum Beispiel wieder. Gut, so, jetzt zünden wir an und das ist immer ein spannender Moment. Zuerst muss natürlich der Zunder angezündet werden und das geht sich dann meistens nicht ganz aus, dass man da reinkommt. Das heißt, das Zunderbündel, was ich da jetzt gerade vorher erklärt habe, das können wir jetzt so nicht machen. Wir gehen jetzt noch einmal her und arbeiten noch einmal alles schön kompakt zusammen und brechen die Strukturen auf. Und dann, aber nehmen wir es nicht ganz zusammenpresst, sondern machen es etwas auseinander, damit gut Luft dazukommen kann. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir es gleich in den Hobo reinstecken, anzünden. Dann das nächste oben drauf drücken. Ja? Dazu muss aber schon alles vorbereitet sein. Also du kannst nicht anfangen, dann entsuchen. Das geht dann alles ritsch-ratsch, das muss alles schnell gehen. Und mit einem Stock, da nehme ich mir jetzt den, dann hier reintauchen. Das ist eine Variante. Eine andere Variante ist, dass man sich irgendeine Rinde oder irgendwas nimmt, ja? Und den Zunder da drauf legt, außen anzündet und reinschiebt. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Kommt aber darauf an, was du hast. Wenn du nämlich Feuer anblasen musst, das mit nicht mit Feuerstahl oder mit Feuerzeug machen kannst, sondern eben anblasen musst, dann wird da nichts anderes übrig bleiben, als da irgendwie so anzünden und unten oder von oben reinwerfen. Das ist einfach so. Also, wie machen wir es? Tobias, zünden wir außen an einmal? Ja? Na gut, passt. Der Tobias ist dafür, dass wir außen anzünden. Na, dann habe ich hier keine Chance. Dann lege ich es auf die Rinde drauf, so wie beschrieben. Und zünden wir an. Und natürlich brennt die Sache schon. Dann gleich nach oben drehen. So, dann zündet sich das, brennt wirklich schön an. Dann geben wir da noch ein bisschen an Zunder dazu. Nicht zu fest drauf drücken. Ja, es raucht. Ah, super, rein damit, Tobias. Und dann können wir schon hergehen und die ersten Hölzer dazu reinlegen und die Sache flutscht. Natürlich gibt es viele andere Arten von Zundermaterialien. Es muss ja nicht immer nur Gras sein. Vielleicht willst du ein Taschentuch verwenden oder Tampons. Und wie gesagt, ich meine, natürlich, das Video will ich dir natürlich auch zeigen für die, die das interessiert. Wenn du bei mir mitmachen willst beim Survival Mentor oder kauf dir mein Buch, da beschreibe ich natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr, wie das funktioniert. Wir sind ja im Bushcraft-Areal, wie ich wahrscheinlich schon mehrfach gesagt habe. Und da darf man das. Das heißt, Patrick, ja, geh aus dem Rauch raus. Patrick sitzt mitten im Rauch, das ist natürlich unangenehm. Das kann passieren. Wenn du ins Bushcraft-Areal hierher kommst, kannst du natürlich auch solche Dinge hier machen. Und schau mal vorbei auf waldurlaub.at. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und das sehe ich jetzt. Und zwar, ich habe nicht auf den Wind geachtet. Und zwar, der Wind kommt aus dieser Richtung hier. Und es wäre gut, wenn die Öffnung in Windrichtung zeigt. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jetzt traue ich mich aufgrund der Konstruktion das Ganze nicht mehr aufheben. Daher werden wir es ein bisschen umschieben. Jetzt dreht er natürlich wieder. Jetzt dreht er natürlich wieder. Der Wind, das ist eh ganz klar. Aber wichtig ist, dass das hier ungefähr in Windrichtung geht, weil dann bläst das rein und gibt der Uhr Hitze ab. Also insgesamt, der Hobo-Kocher funktioniert natürlich. Der zieht wirklich schön an. Da gibt es gar nichts. Man kann dann auch hergehen, wenn jetzt dann dieses Zundermaterial hier schon gut brennt und wenn auch das Anzündeholz gut brennt, dass man hergeht und sagt, okay, man nimmt jetzt schon etwas größere Stücke, die ein bisschen mehr Energie brauchen zum Aufbrennen. Da haben wir die letzten vom Bushcraft Camp hier doch ein paar Sachen da gelassen, das ist praktisch, das geben wir oben dazu. Oder du hast es schon gesammelt, das ist auch eine Variante und bist dann schon dabei und kannst immer größere Stücke anzünden. Das war ein kleiner Hobo-Test. Danke lieber Patrick, dass du mir das geschickt hast. Das finde ich total super. Ist ein sehr nettes Teil. Ich schicke es dir auch gern wieder zurück mit einem Buch von mir. Wenn auch du mir Ausrüstung schicken willst, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Dann mache ich das gern, sofern es reinpasst.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl bei meinen Trainings, dass viele Leute Probleme haben mit dem Feuermacher, einfach aus dem Grund, weil da keine Kultur mehr besteht. Ne? Man kann alles per Knopfdruck einschalten, Wärme daheim, die Heizung eben, oder wenn du kochen willst, oder Mikrowellenherd. Und auch beim Grillen daheim, nehmen wir Grillanzünder oder Benzin oder sowas. Ja. Aber wenn man das halt urtümlicher machen möchte, dann braucht es ein bisschen ein Gefühl dafür, und das muss man einfach aufbauen. Und Wissen liegt nun mal im Tun, und daher mag ich dich ganz einfach auffordern, mach bei dir daheim nach deinen Möglichkeiten oder draußen, wenn du die Erlaubnis dazu hast, mach das, üb das mit dem Feuer. Und da ist der Hobokocher sehr, sehr praktisch, weil er dir eine gute Sicherheit gibt, weil du hast zwar offene Flamme, aber das ist jetzt nicht so wie ein Lagerfeuer, das am Boden steht. Das ist der große Vorteil. Pass aber auf, dass du eine nicht brennbare Unterlage hast, denn das erste Mal, als ich den Kocher an den Hufix anzündet habe, habe ich das auf der Wiese gemacht. Das hat nicht so gut nachher ausgeschaut. Und außerdem, also schau, dass du da eine gute Unterlage hast, ob das ein Stein ist oder zusammengetretene Erde oder ein Holzpflock, ich weiß es nicht, ja. Üb das ganz einfach. Wenn du Lust hast, hier auf Aldola vorbeizukommen, gebe natürlich auch den Link. Schau dir das einfach an, was es für Möglichkeiten gibt. Schau bei meinen Büchern und meinem Programm rein. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten und so weiter und an das Video und ein Abo. Und danke Tobi, danke Patrick fürs Helfen. Hat Spaß gemacht. Und der Tobias zündelt jetzt noch weiter. Und ich sage danke fürs Dabeisein. Bis bald und ciao.